Ja, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute hier quasi berichten kann über das Thema OER im Sprachunterricht, das heißt, einen Schwerpunkt auf den Sprachunterricht legen darf. Ich hoffe, jetzt sehen auch alle meine Folien im Bildschirm, im Großen, ich will umräumen. Sie bekommen natürlich von mir den gesamten Linksatz im Anschluss. Ich möchte Ihnen zuerst ein paar Quellen und Möglichkeiten für OER im Sprachunterricht zeigen und dann wird es im Anschluss auch eine Phase geben, wo Sie sich das einmal durchschauen können, einmal hineinschnuppern können, weil vielleicht dann auch erst die Fragen dazu kommen. Das Thema oder warum wir dieses Thema quasi behandeln, ist ein relativ ein einfaches, nämlich wir haben so ein Dilemma, dass nicht alles, was wirklich OER genannt wird, auch OER ist. Das heißt, wenn man auf verschiedene Plattformen schaut, dann sieht man immer wieder, dass OER angeboten wird, oder beziehungsweise dass mit den Materialien dann auch OER gemacht wird, aber nicht immer ist alles dann auch tatsächlich OER. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eingeben, ich habe es heute auch noch einmal probiert, OER Sprachunterricht, dann finden Sie zum Beispiel Seiten, die heißen die 200 besten Quellen oder die 100 besten Quellen. Und wenn man dann einen genauen Blick drauf wirft, dann muss man diese Dinge leider mit Vorsicht genießen. Und das ist der Ausgangspunkt. Ich bin selbst Lehrerin für Französisch und Italienisch und bin an der Uni Graz die Koordinatorin der Fachdidaktik der romanischen Sprachen. Das heißt, die Quellen, die ich Ihnen auch heute hier zeige, die sind tatsächlich für alle Sprachen, also das heißt die erste und die zweite lebende Fremdsprache, ein bisschen mit einem Fokus auch auf die zweite lebende Fremdsprache, weil nämlich gerade fürs Englische es sehr, sehr viele Materialien gibt, man aber für andere Sprachen, vor allem auch für die romanischen Sprachen, noch nicht ganz so viel findet. Da muss man genau schauen, wo man. Und man muss genau wissen, wo man schaut. Drei Beispiele für so halbsichere Quellen habe ich Ihnen jetzt hier auch genau, also auf den nächsten Folien drauf. Und ich möchte Sie auch bitten, dass, wenn Sie wirklich Fragen haben, diese im Chat auch stellen. Also ich habe das Chatfenster auch so ein bisschen im Blick, um es auch vielleicht en passant sogar noch beantworten zu können. Ja, erste Quelle, mit der gerne gearbeitet wird, die aber leider keine ganz so sichere Quelle ist. Das ist Pixabay. Die Plattform Pixabay ist vielleicht bekannt als Bildplattform. Da kann man sich hauptsächlich Bilder, aber auch Illustrationen, Vektorgrafiken herunterladen. Auch Videos gibt es zum Teil. Und die wird sehr, sehr gerne genutzt, um zum Beispiel Arbeitsblätter zu dekorieren oder auch in Präsentationen. Das darf man auch. Also Pixabay hat eine eigene Lizenz, die nennt sich Pixabay-Lizenz. Und die sagt aber, dass man die Materialien, also die sagt, dass man die Materialien verwenden darf, auch kommerziell, ohne Namensnennung. Das ist immer sehr schön, weil da muss man theoretisch keine Quelle angeben. Aber man darf die Materialien dann nicht unterlizenzieren. Das heißt, man darf aus diesen Pixabay-Bildern keine Creative Commons, da darf man keine Creative Commons-Lizenz draufsetzen. Das heißt, die Pixabay-Bilder sind eigentlich, oder nicht nur eigentlich, sie sind keine OER, sondern es sind Materialien, die unter der Wahrung dieser Pixabay-Lizenz auch verwendet werden dürfen. Aber es sind keine OER. Diese Meinung, dass die eben länger schon oder dass Pixabay OER wären, hält sich insofern schon lange, weil es nämlich früher auch tatsächlich so war. Das heißt, bis vor ein paar Jahren waren alle Bilder, die da drauf waren, unter einer CC0-Lizenz, das heißt der offensten aller möglichen Lizenzen. Das haben sie allerdings umgestellt und deswegen fällt Pixabay als OER heraus. Das heißt, man darf es zwar nehmen, aber man darf keine Open Educational Resources draus machen im Sinne einer Unterlizenzierung. Das Zweite, was sehr gerne im Unterricht genutzt wird, sind die Learning Apps, also von learningapps.org. Auch diese
Übungsformen oder diese kleinen Mini-Überprüfungen, die dort zur Verfügung gestellt werden. Die waren früher unter einer Creative Commons Lizenz, sind es aber mittlerweile nicht mehr. Das heißt, sie sind immer noch verwendbar. Das heißt, sie sind so freigegeben, steht in den Nutzungsbedingungen, dass man sie nutzen darf, ohne Angabe des Urhebers, der Urheberin. Aber auch die sind nicht Creative Commons. Das heißt, oder unter einer anderen Open Educational Resources Lizenz oder tauglichen Lizenz. Das heißt, auch die sind keine OER im engen Sinne. Und das Dritte, das mit Vorsicht zu genießen ist, ist alles, was auf YouTube drauf ist. Wir dürfen laut Europäischem Gerichtshof, also es gibt einen Spruch des Europäischen Gerichtshofs, dürfen wir Videos, die auf YouTube sind, auch zeigen. Aber natürlich nur Videos, von denen wir wissen, dass sie nicht urheberrechtlich geschützt sind. Das heißt, den neuesten Kinofilm, der jetzt gerade quasi im Kino läuft und auch schon auf YouTube zu finden ist, den darf ich natürlich nicht verwenden, das ist klar. Aber man kann auf YouTube auch nach Open Educational Resources, das heißt nach einer Creative Commons Lizenzierung suchen. YouTube bietet grundsätzlich beide Bereiche an, also noch eine allgemeine Suche unter allen Videos und auch eine Suche unter dem Filter Creative Commons. Und da sind dann auch tatsächlich Videos dabei, die man dann auch also schneiden darf oder die man ändern darf, wo man eine andere Stimme drüber legen darf, also wo es einfach zu Veränderungen kommen darf. Das heißt, grundsätzlich YouTube darf ich auch zeigen, auch für den Sprachunterricht natürlich, ist auch sehr praktisch, aber es sind eben keine Open Educational Resources im engen Sinne, nur weil sie einfach im Netz vorhanden sind oder weil man sie einfach so findet. Es gibt so unterschiedliche Zugänge auch immer wieder. Das heißt, es bietet sich gerade, wenn man Materialien sucht, immer an, dass man auch diese Nutzungsbedingungen und die Lizenzen sich immer wieder anschaut, weil sich da auch einiges verändert. Und das Urheberrecht ist nun mal ein sehr strenges in Österreich, das uns relativ wenig erlaubt. Aber wenn man ein bisschen sich eingelesen hat, dann funktioniert das schon. Es ist nur immer wichtig, die Nutzungsbedingungen immer wieder auch anzuschauen, weil es hier zu Anpassungen und Veränderungen kommt, weil etwas passiert oder weil sich die Plattform auch weiterentwickelt. Also da gibt es immer dieser Blick, dieser regelmäßige, der lohnt sich. Also nicht darauf verlassen, ich habe das vor 10 Jahren schon verwendet und deswegen darf ich es auch jetzt weiterverwenden. Dem ist leider nicht der Fall. Ja, und jetzt gleich zu den, damit Sie auch noch genug Zeit haben, um die Materialien auch durchzuschauen und durchzuprobieren und dann auch Fragen dazu zu stellen. Ich habe jetzt eine Sammlung an Materialien, die tatsächlich unter Creative Commons Lizenzen stehen und die auch für die Nutzung im Unterricht freigegeben sind. Ich habe es versucht, zu kategorisieren, jetzt nicht unbedingt nach den Kompetenzbereichen, teilweise nach den Kompetenzbereichen für die Fremdsprachen, teilweise aber auch für die praktische Nutzung. Also was kann ich damit im Grunde eigentlich tun? Schauen wir uns zuerst den Bereich des Hörens an. Gerade beim Hören ist es tatsächlich so, dass wir ja nicht urheberrechtlich gesehen mit dem Schulbuch A in der Klasse unterrichten und dann die Hör-CDs uns von Schulbuch B nehmen und in Klasse A mit den Materialien aus Schulbuch B quasi eine Schularbeit machen oder einen Hörtext machen. Das ist urheberrechtlich ja leider nicht erlaubt. Das heißt, wir brauchen gute, authentische Hörübungen oder Hörtexte, mit denen man auch arbeiten kann. Und da gibt es eine Seite, wo ich nicht weiß, ob Sie sie kennen, aber die ist wirklich sehr, sehr gut ist und mittlerweile auch sehr umfangreich ist, ist die Seite von Audiolingua. Audiolingua ist eine Datenbank von der Akademie de Versailles. Das heißt, wir haben hier knapp 10.000 Audio-Files jetzt schon drauf mittlerweile, die unter Creative Commons Lizenz stehen. Das heißt, man kann die wirklich auch beschneiden, übersetzen, was auch immer. Also man kann damit sehr, sehr viel machen. Und das gibt es für unterschiedlichste Sprachen. Das heißt, wir haben zum Beispiel eben Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Kreolisch, Baskisch, Korsisch, noch ein paar andere. Also es sind mittlerweile schon relativ viele Sprachen da drauf und ist eben freigegeben. Was der Seite noch fehlt, sind Transkriptionen, aber da bin ich mit meinen Studierenden schon dran, einen Teil der Texte auch zu
transkribieren und dann auch Übungen dazu zu erstellen und die auch weiter zu teilen. Das Okay hat die Akademie de Versailles schon gegeben. Eine zweite Seite mit offen lizenzierten Büchern, die jetzt nicht alle unter Creative Commons stehen, da muss man ein bisschen schauen auch, ist die Audio-Podcast-Seite von LibriVox. Auch hier kann man Audiobooks, also Hörbücher in unterschiedlichen Sprachen. Die meisten sind, also viele davon sind gemeinfrei, das heißt, da ist das Urheberrecht auch schon ausgelaufen, kann man hier nutzen. Eingelesen werden die von Freiwilligen. Das heißt, es sind natürlich nicht alle Beispiele gleich gut, aber einige der Hörbücher sind hier wirklich auch sehr gut zu verwenden, zum Teil auch in Auszügen natürlich. Gerade wenn man mit Podcasts auch arbeiten möchte oder Podcasts erstellen möchte mit Schülerinnen und Schülern, da braucht man dann vielleicht auch einmal ein paar Geräusche für den Hintergrund oder eine Hintergrundmusik. Und da können Sie sich einmal den Geräuschesammler anschauen. Das ist eine Webseite, auf der, wie der Name schon sagt, Geräusche gesammelt werden, Waldgeräusche, Gruselgeräusche, Strandgeräusche, also wie eine wirkliche Geräuschesammlung. Die steht auch unter einer CC BY SA-Lizenz. Das heißt, die dürfen dann für Hörspiele oder auch für kleine Videos, die Schülerinnen und Schüler vielleicht selbst erstellen, auch verwendet werden. Das ist ja das Problem. Sie kennen ja wahrscheinlich alle die Plattform TikTok, die ja jetzt mittlerweile unter den Schülerinnen und Schülern eine der beliebtesten Plattformen ist, quer durch die Sekundarstufe. Und auf dieser Plattform, die hieß früher Musical.ly, und die war eine Plattform, wo hauptsächlich Hits aus den Charts gesungen wurden, und zwar also mit einer Lippensynchronisierung oder auch nachgesungen wurden. Und da hat es massive Urheberrechtsprobleme gegeben. Ist jetzt umbenannt, es hat sich ein bisschen ausgeweitet auch in der Nutzung, aber es ist durchaus auch etwas, was den Schülerinnen und Schülern nahesteht, hier kurze Videos zu vertonen. Und da bietet sich eben auch vielleicht als Hintergrund dieser Geräuschesammler an. Beim Beschreiben, jetzt kommen hauptsächlich Bilddatenbanken, weil wir ja auch immer wieder Bilder als Impulse brauchen, als Impulse zum Beschreiben, jetzt für die mündliche Matura zum Beispiel, oder eben auch vielleicht auch als Schreibanlässe, wenn man es macht mit den Schülerinnen und Schülern. Das heißt, hauptsächlich Bilddatenbanken, weil hier eben Pixabay auch Pexels oder Unsplash eigentlich als Creative Commons Material tatsächlich ausfällt. Aber es gibt noch zahlreiche weitere und die größte ist sicherlich die Wikimedia Commons. Wikimedia Commons ist die Datenbank hinter der Wikipedia und hat sehr, sehr viele Bilder, auch sehr, sehr viele Videos im Hintergrund, auch Grafiken und auch für andere Fächer, so Simulationen und Ähnliches, die unter einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung gestellt werden. Diese Bilder, da kann man nicht genau sagen, welches Bild welche Lizenz hat, das steht bei jeweils immer dabei, also man kann es nicht pauschal sagen, steht dann jeweils auch dabei. Wenn Sie jetzt sagen, aber die Wikipedia sollte man ja vielleicht eigentlich nicht benutzen, da komme ich später noch dazu. Also die Bilder sind davon jedenfalls ausgenommen, weil die Bilder, die in der Wikipedia also in Wikimedia quasi zur Verfügung gestellt werden, die werden als Bilder gänzlich zur Verfügung gestellt. Und da ist auch der Qualitätsanspruch vielleicht ein bisschen anders, als bei, wenn man Wikipedia einfach vorwirft, dass dort die Qualität nicht stimmt. Eine zweite sehr große Datenbank, die auch sehr praktisch ist, weil sie nämlich keine Attribution braucht, das heißt keine Quellenangabe, ist die Datenbank von Public Domain Pictures. Public Domain heißt das Urheberrecht, also für Österreich heißt das, das Urheberrecht ist ausgelaufen, 70 Jahre, also mit 1.1. des Folgejahres, 70 Jahre nach Tod des Urhebers oder der Urheberin. In Amerika, also es gibt andere Länder, wo das früher der Fall ist. In Amerika können auch Materialien direkt in die Public Domain gestellt werden. Das heißt, das sind vor allem dann Bilder, die die NASA gemacht hat oder eben andere regierungsnahe oder Regierungsinstitutionen,
die sind automatisch dort zu finden. Das heißt, in dieser Public Domain Pictures Seite findet man einen unglaublichen Schatz an Bildern. Suchbegriff hier tatsächlich am besten auf Englisch oder auf Spanisch. Gerade fürs Deutsche findet man eigentlich sehr, sehr wenig. Und auch für die anderen, also für die romanischen Sprachen, Französisch, Italienisch, findet man hier auch relativ wenig. Aber mit Englisch und auch mit Spanisch kommt man relativ gut ans Ziel. Kommen wir zurück nach Österreich. In Österreich bietet uns der Tiroler Bildungsserver eine sehr, sehr große Datenbank an, mit Materialien, die dann eben auch zum Teil sehr österreichlastig sind. Aber auch hier ist eine Plattform, die ständig wächst. Alles steht unter einer Creative Commons Lizenz. Und es ist auch immer ganz genau angegeben, also man muss sich nicht zusammensuchen, wie eine richtige Attribution auszusehen hat, sondern die Informationen sind alle auf einen Blick sofort erkennbar. Und das ist auch etwas, wenn man mit Creative Commons Materialien, mit Open Educational Resources arbeitet, wenn man sich dann alle Teile erst zusammensuchen muss, dann ist es auch immer sehr viel Zeit. Es ist immer recht gut, wenn die Dinge direkt angegeben werden. Und das ist mit Tipps zum Beispiel auch der Fall. Wenn Sie eher im Bereich des Künstlerischen unterwegs sind oder der bildenden Kunst unterwegs sind, dann werden Sie auf der Seite der Europäer sicherlich fündig werden. Das sind sehr, sehr viele Artefakte aus Museen, die digitalisiert wurden und die deren Bilder unter Creative Commons zur Verfügung gestellt werden. Da greift ja ein doppeltes Urheberrecht, nämlich das Recht der Person, die es geschaffen hat, und das Recht der Person, die dann ein Foto davon gemacht hat. Also wir haben hier quasi ein doppeltes Urheberrecht, das greift. Aber die Bilder, die dort online gestellt sind, da ist das, meistens das von den Artefakten das Urheberrecht schon ausgelaufen und die Fotos wurden zur Verfügung gestellt. Diese Bildverwendung ist die eine. Wir brauchen aber nicht nur Bilder, um wirklich etwas zu beschreiben, sondern manchmal brauchen wir auch Bilder, um einfach etwas zu gestalten. Das heißt, um Icons zu haben für unsere Arbeitsblätter oder Grafiken für unsere Arbeitsblätter. Und da bieten sich zwei Plattformen an, nämlich das Noun Project. Das Noun Project ist eine sehr, sehr große Plattform, die wirklich nur Icons zur Verfügung stellt, also Kopfhörer, Daumen, Gesichter, Smileys, Plus, Minus, Formen, also sehr, sehr praktisch, nutze ich sehr gerne für Arbeitsblätter, um auf den ersten Blick zu signalisieren, das ist eine Schreibaufgabe, das ist eine Höraufgabe, einfach um ein bisschen Struktur in die Arbeitsblätter auch zu bekommen. Und das zweite ist die Open Clipart Library. Die hat jetzt ein paar Jahre lang oder ein bisschen längere Zeit nicht funktioniert. Da finden Sie Cliparts. Also Sie kennen ja vielleicht Cliparts auch aus Microsoft-Produkten, wo Sie Cliparts einfügen können in Arbeitsblätter oder in PowerPoint-Präsentationen. Und diese Open Clipart Library ist eine sehr, sehr große. Auch hier bevorzugt nach dem Englischen zu suchen, also nach englischen Begriffen zu suchen. Aber da haben Sie wahnsinnig viele Cliparts drauf, die Sie auch für Ihre Präsentationen, Materialien und vor allem auch für Filme, die Schülerinnen und Schüler vielleicht erstellen, im Sinne von Daumenkinofilme, die Sie eben nicht selber oder Stop-Motion, die Sie eben nicht selber zeichnen, sondern wo Sie eben auch kleine Grafiken brauchen. Da finden Sie alles vom Apfel bis zum Mini-Monster in dieser Datenbank. Und im Open Clipart Library, da sind die Materialien auch unter Public Domain. Das heißt, da können Sie auch einfach verwenden, ohne dass Sie großartig die Quelle angeben müssen. Kommen wir zur nächsten Kompetenz, nämlich zum Lesen. Da gibt es ja unterschiedlichste Plattformen, auch von unterschiedlicher Qualität. Aber eine sticht ganz sicherlich heraus, nämlich das Projekt Gutenberg, weil beim Projekt Gutenberg schon seit Jahren, vermutlich Jahrzehnte, Materialien digitalisiert werden, wo das Urheberrecht ausgelaufen ist und wo sie wirklich alle literarischen Werke, also sehr, sehr viele literarische Werke von Märchen über Gedichte bis zu Dramen finden sie dort. Und nicht nur fürs Deutsche, sondern auch für alle anderen Sprachen. Also es ist sehr bekannt im deutschsprachigen Raum, aber wir finden hier auch Texte für die romanischen Sprachen, beziehungsweise auch fürs Englische.
Wenn Sie eher Reiseberichte gerne hätten, also wenn Sie gerne zu Restauranttipps für ein Land oder eine Stadt gerne hätten oder Rezensionen für Hotels, gerade wenn man dieses Thema des Urlaubplanens zum Beispiel macht, dann bietet sich Wikivoyage an oder Wikivoyage an. Gibt es auch in, ich glaube, 20 oder, na, ich weiß nicht, wie vielen verschiedenen Sprachen, auf alle Fälle für Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch gibt es diese Seite. Das heißt, Sie werden dort Rezensionen finden, Ausgehtipps, Essenstipps finden Sie und auch so Sehenswürdigkeiten. Also alles, was Sie sich quasi von einem guten Reiseführer auch wünschen, finden Sie dort auch. Ist auch ein Gemeinschaftsprojekt wie die Wikipedia, Wikivoyage. Und das Zweite, das in diese Kerbe schlägt, ist das WikiHow. Beim WikiHow, sehr gut, um zum Beispiel den Imperativ zu üben, da gibt es Handlungsanleitungen oder Gebrauchsanleitungen, Gebrauchsanweisungen, Tutorials, wie man etwas denn macht. Also wie man seine Handtücher zusammenrollen kann und dass es so zusammenbleibt. Oder wie man mit Nagellack ein Glas dekorieren kann, marmorieren kann. Also es gibt wirklich vom Basteln übers Dekorieren bis zu eben auch Lerntipps sind dort drinnen, aber auch wie man einen Koffer richtig packt. Also es ist eine sehr, sehr umfangreiche Datenbank in unterschiedlichen Sprachen, die auch sehr stark immer wieder überarbeitet wird. Das heißt, die Texte, die da drinnen sind, sind auch von Muttersprachlerinnen gegengelesen, zum großen Teil, also vermutlich alle. Ich traue mir nun bei allem, was im Internet ist, nicht sagen, dass es bei allen ist, aber ein sehr großer Teil, da ist auch die sprachliche Qualität durchaus gegeben. Für die kleineren vielleicht eher das Klexikon von der Zentrale für Unterrichtsmaterialien, der Zoom, von Zoom. Die bieten ein Lexikon oder eigentlich ist es, glaube ich, eher Enzyklopädie, bieten sie an. Das heißt, wenn man nicht mit Wikipedia arbeiten möchte, sondern etwas Kindgerechteres braucht oder auch in einer einfacheren Sprache. Wikipedia ist dann doch manchmal ein bisschen schwieriger, also gerade jetzt für den DAF-DATS-Bereich sehr gut geeignet. Also kann man absolut mit dem Wörterbucheinträgen oder Lexikoneinträgen von Klexikon ganz gut arbeiten. Für dann die größeren, also gerade auch wenn es um wirklich Literatur geht, noch zwei Seiten, nämlich die Open Library. Auch da sind Materialien oder Texte drinnen, wo das Urheberrecht ausgelaufen ist. Da geht es eher um die Weltliteratur. Ist auch etwas, das auf das Projekt Gutenberg zum Teil zugreift. Das heißt, die Open Library ist eher so eine Datenbank, die nach anderen Materialien sucht. Das ist jetzt nicht eine eigene Datenbank dahinter, sondern eine quasi Suchmaschine, die nach Texten sucht, die eben in unterschiedlichen Sprachen vorhanden sind und wo das Urheberrecht ausgelaufen ist. Wer gerne mit Märchen und Fabeln arbeitet, wird im Literaturnetz sicherlich fündig werden. Auch da gibt es wirklich sehr, sehr viele Texte, gerade Fabeln aus unterschiedlichen Sprachen für unterschiedliche Kulturen sind manchmal auch ein guter Einstieg ins Thema, ins Vokabular, in die Zahlenmystik und auch vielleicht fürs kreative Schreiben, das ja Gott sei Dank auch wieder zunehmend an Bedeutung im Fremdsprachenunterricht gewinnt. Letzte Seiten, noch zwei Kategorien. Dann möchte ich Ihnen ein paar Sachen zeigen und Ihnen auch die Zeit geben, dass Sie sich das Ganze noch einmal anschauen können in Ruhe und dann in Fragen stellen können. Eine Kategorie allerlei, weil ich nicht genau, ja, weil es sich einfach nicht irgendwie so gut einordnen lässt, weil so mehrere Dinge drinnen sind. Das eine ist die MOOC-Plattform eMOOCs, also grundsätzlich, Sie dürfen auch iMOOCs natürlich sagen, aber nachdem es eine steirische Plattform ist, war der eigentliche Gedanke, dass wir es eMOOCs nennen, weil wir es nämlich auch sehr gerne haben. Auf
Auf eMOOCs finden Sie MOOCs, das heißt Kurse zum Selberlernen oder Mitlernen. Und da gibt es eigene Kurse zum Schreiben lernen für die VWAs zum Beispiel, aber auch zum Beispiel einen für die italienische Aussprache. Das klingt doch schon italienischer, heißt der. Da gibt es auch für das Englische gibt es dort schon MOOCs. Das heißt, dort können Sie die einzelnen Materialien, also entweder ganze Kurse absolvieren und sich diese dann mit einer Teilnahmebestätigung bestätigen lassen, oder aber Sie nehmen einzelne Videos draus und zum Beispiel zu Social Media oder eben zum Verfassen eines Textes, zu Planungstechniken beim Schreiben eines Textes. Also da sind sehr, sehr viele Materialien auch drauf mittlerweile. Die gibt es auch schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ich vermute jetzt, ich glaube, dass es 9 Jahre sind, wenn ich es richtig gerechnet habe. Und die Materialien sind alle, also jedes einzelne Material, das Sie dort finden, ist unter einer Creative Commons Lizenz. Auch alle Videos, die speziell dafür gemacht worden sind. Das zweite ist die Materialsammlung von Tutory. Tutory ist ein Arbeitsblattgenerator ganz allgemein. Und die haben auch schon ein paar Jahre her, 5 oder so, eben diese Plattform Tutory gegründet. Und das Geheimnis dahinter ist, dass alle Materialien, die dort veröffentlicht sind, tragen Creative Commons Lizenzen. Das heißt, sie finden dort, ich glaube, mittlerweile auch knapp 10.000 Materialien für die unterschiedlichsten Fächer, für die Sprachen besonders schön. Wir können hier nach Referenzniveaus suchen und nicht nach den Lernjahren. Das ist ja auch ganz wichtig, weil wenn wir jetzt eine Kurz- oder Langform haben in den zweiten lebenden Fremdsprachen, macht das schon einen Unterschied. Das heißt, hier kann gezielt nach den Referenzniveaus gesucht werden und alle Materialien, die Sie dort auch haben, stehen unter Creative Commons Lizenz. Es gibt jetzt nicht eine gesamte Lizenz pro Arbeitsblatt, sondern da ist jeder einzelne Baustein, mit dem quasi dieses Arbeitsblatt gestaltet ist, das trägt eine eigene Lizenz. So kann man auch gut die Lizenzen mischen und das ist auch immer angegeben. Das heißt, Sie müssen dann dort auch die Lizenzen nicht angeben. Sie haben eine Bilddatenbank, wo Bilder gesucht werden können. Sie haben die Videodatenbank. Also Sie haben da sehr viel auch an Materialien intern drinnen und die Quellenangabe wird automatisch gemacht. Und bei der Quellenangabe bin ich schon beim letzten, nämlich bei den Helferlein, die uns hier wirklich sehr gut helfen können, wenn wir im Sprachunterricht mit oder grundsätzlich im Unterricht, das ist jetzt schon sehr allgemein, im Unterricht mit Creative Commons und Open Educational Resources arbeiten möchten. Das eine ist die neue Bildsuchdatenbank der Open Words. Das heißt, bei dieser Bildersuch, also bei dieser Datenbank können Sie gezielt nach Creative Commons Bildern suchen, die Sie auch im Unterricht verwenden dürfen. Und das ist jetzt das Schöne, es wird Ihnen auch die richtige Attribuierung, also die richtige Quellenangabe immer dazu genannt. Das heißt, Sie sehen jetzt, zum Beispiel, ist Ihnen wahrscheinlich auch aufgefallen, auf allen meinen Folien steht jeweils die Lizenz des Bildes drauf in dem Fall Help von Shu Papa, wie auch immer diese Person auch heißen mag oder wie man sie aussprechen mag. Und die Attribuierung, das heißt diese Quellenangabe, die ist automatisch von OpenVerse miterzeugt. Die habe ich nur mal kopieren müssen. Das heißt, es ist sehr einfach. Sie ist richtig. Das heißt, wenn ich jetzt auf Help klicken würde, würde ich zur Originalquelle kommen. Wenn ich auf den Namen klicke, dann komme ich zur Seite der Person, die das zur Verfügung stellt. Und wenn ich auf den Link der Lizenz klicke oder auf die Lizenz draufklicke, dann komme ich auf den Lizenztext. Das heißt, ich habe genau alle die Elemente, die ich brauche, wenn ich Creative Commons nutzen möchte, wenn ich Creative Commons oder wenn ich mit Open Educational Resources arbeiten möchte und wenn ich da hier die Quellenangabe richtig machen möchte. Also ich muss mir eigentlich überhaupt nichts mehr merken. Dieses OpenVerse sucht hauptsächlich auf Flickr, auch auf anderen Datenbanken, aber primär auf Flickr. Wenn Sie Bilder aus der Wikimedia verwenden möchten, dann sind Sie beim Lizenzhinweisgenerator sehr, sehr gut aufgehoben, weil der nämlich aus allen Bildern, aus allen Materialien, die in der Wikimedia drinnen sind, kann der die Quellenangaben herausziehen. Das heißt auch hier, und den möchte ich Ihnen dann im Anschluss auch gleich zeigen, also der ist wirklich für mich einfach sehr praktisch, weil ich gebe den Link von dem Bild ein, das ich aus der Wikimedia verwenden möchte und er holt mit 3 Klicks alle Informationen, die ich quasi brauche.
Und damit bin ich mit dem allgemeinen Teil auch schon am Ende. Habe Ihnen auch die beiden, weil Sie die Materialien auch kriegen, meine beiden Blogs mitgenannt, die ich Ihnen jetzt auch im Anschluss gleich mal zeigen möchte, weil auch die Inhalte, die da drauf sind, stehen unter Creative Commons Lizenz und da werden Sie sehr viel Materialien auch für den Unterricht bzw. für die Lehre finden. Ich werde mal kurz die Bildschirmfreigabe beenden. Und auch vielleicht noch einmal die Aufforderung, wenn Sie Fragen haben, die immer gleich in den Chat zu stellen, während ich jetzt alles herrichte, um Ihnen die Materialien noch einmal zu zeigen. Also wenn es Fragen gibt, bitte einfach stellen. Gut, schaut nicht so aus, als würde es Fragen geben. Dann so, teile ich noch einmal meinen Bildschirm. So. Und Sie sehen jetzt quasi, jetzt teile ich es auch gleich mit Ihnen. So. Chat daher. Sie sehen es jetzt. Auch schon im Chat. Das ist jetzt der Link auf das Dokument, quasi auf die Linksammlung mit all dem, was ich Ihnen jetzt quasi erzählt habe. Das heißt, da finden Sie genau in der Reihenfolge auch, wie die Folien sind. Da lege ich jetzt dann im Anschluss auch noch einmal die Folien rein. Die Folien sind bei mir immer sehr textreduziert, aber da sind jetzt wirklich die Links dahinter und mit denen können wir also quasi ganz gut arbeiten und wir haben Also das Letzte, es ist wirklich genau in der Reihenfolge. Ich habe mich dieses Mal ganz bemüht, das auch ganz sauber zu legen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mit Audiolingua, das möchte ich Ihnen als erstes zeigen, ich habe ein bisschen übertrieben vorhin anscheinend, sind keine 7.000, sind auch keine 10.000 Quellen, sondern es sind jetzt 7.674 Audiofiles in 14 Sprachen, die Sie da drauf finden. Und was ich da sehr schätze, also auch Portugiesisch natürlich dabei, aber wir vergessen, und Chinesisch ist auch dabei. Wir haben jetzt hier diese Suchelemente. Da kann ich jetzt zum Beispiel ganz dezidiert nach zum Beispiel Französisch suchen und für das Niveau A2. Und dann findet er mir hier relativ viele Materialien. Ja, also in dem Fall sind es 80 Tondateien, Niveau A2, bei einer Dauer von 60 bis 90 Sekunden. Wenn ich jetzt das uneingeschränkt habe, sind sogar 347 Tondateien und habe jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, also ich kann es mir anhören. Ich sehe hier auch die Creative Commons Lizenz, das heißt auf den ersten Blick, kann mir das herunterladen, habe hier den Link auf das Dokument, also ich finde, das ist so ein allumfassendes Service irgendwie, weil ich muss an nichts denken, ich habe alles, ich habe den Link, ich kann mir das File herunterladen, ich kann es direkt da abspielen und ich habe auch automatisch den QR-Code, den ich zum Beispiel in der Klasse aufhänge oder auf ein Arbeitsblatt gebe, also ich muss Ihnen nicht einmal die Sachen herunterladen, ich kann auch direkt damit arbeiten und weil es die Schülerinnen und Schüler gewohnt sind, man kann hier auch auf diese drei Punkte klicken und dann hier die Wiedergabegeschwindigkeit ändern. Das heißt, man kann auch von einem Dokument, das so an der Kippe zwischen, keine Ahnung, A1 und A2 ist, wo man sagt, ja, fast ein bisschen zu schnell für A1, dann kann man auch die Geschwindigkeit herunterdrosseln und dann wird das Ganze eben ein bisschen langsamer. Also eine sehr, sehr praktische Plattform und dazu gibt es dann eben in der nächsten Zeit auch wirkliche Materialien, also wirklich die Transkripte werden gerade also laufend erstellt. Es ist ein Work in Progress, dauert auch ein bisschen länger. Und es werden Übungen dazu erstellt, dass man das wirklich dann im Unterricht einsetzen kann. Das Zweite, was ich Ihnen gern dann zeigen möchte, jetzt gehen wir wieder nach unten, ist eben dieses Openverse. Das heißt, diese Bildersuchmaschine. Also wenn Sie hier jetzt quasi, also die ist tatsächlich relativ neu. Wenn man hier jetzt draufklickt auf All Content, dann sehen Sie, dass Sie Audio und Bilder hier suchen können. Das Audio ist noch im Beta, also da funktioniert nicht immer alles, aber wir probieren es jetzt mal aus. Nachdem ich ja virtuell aus Graz zugeschaltet bin, schauen wir mal, was wir in Graz alles finden. Auch nicht unspannend. Also zum Beispiel das wunderschöne, wie auch immer, Kunsthaus in Graz.
Wenn ich da jetzt drauf klicke, dann ist, was ich Ihnen vorher gesagt habe, ich habe hier herunten tatsächlich einfach die Attribuierung, gleich die richtige Quellenangabe und kann eben zu dieser originalen Seite gehen, in dem Fall ist es Flickr, und kann mir hier das Bild in unterschiedlichen Größen herunterladen. Das heißt, das ist also für mich quasi wirklich so ein Rundum-Service. Und das Zweite, da muss ich jetzt kurz in die Wikimedia Commons kurz gehen. Nehmen wir uns gleich das Bild des Tages, der Vogel des Tages oder so. Ich habe da oben jetzt nur diesen Link kopiert, also so wie er da ist. Also ihr könnt mir jetzt natürlich die Informationen selbst zusammensuchen. Ihr könnt sagen, Green Heron in Prospect Park und so weiter, bei Rodon, wie auch immer dieser Name genau auszusprechen ist, ist lizenziert unter CC BY SA 4.0. Das könnt ihr jetzt machen, dann müsst ihr den Link kopieren. Da den Link muss ich nicht kopieren. Und da muss ich auch noch mit dem Link kopieren. Das ist schon wieder sehr viel Arbeit. Also Lizenzhinweisgenerator. Habe den Link hereinkopiert, sag los. Und jetzt stellt er mir ein paar ganz essentielle Fragen. Also zwei davon sind wirklich, wirklich wichtig. Erstens einmal, ich kriege hier das Bild jetzt, also er hat mir das Bild auch schon rausgefiltert. Weil wenn ich da jetzt nämlich quasi das Bild, ich könnte, also wenn ich es herunterspeichern möchte, dann habe ich da immer diese unterschiedlichen Größen, wo ich mich entscheiden muss. Und die, also eine der Varianten, nämlich die größte, speichert er mir da automatisch heraus. Das finde ich auch sehr praktisch. Und wie möchte ich jetzt dieses Bild nutzen? Und das ist, kommt jetzt, also wenn man ganz sauber arbeitet, hat man zum Beispiel online, einzeln oder mit anderen Werken, in dem Fall sagen wir mal einzeln. Ich habe es nicht bearbeitet und ich habe hier bereits auch wieder alle Informationen, die ich brauche und brauche auch nur auf Kopieren und habe es schon. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber nicht auf einem Foliensatz haben oder nicht auf dem Arbeitsplatz, sondern auf einem physischen Poster oder Plakat, dann sage ich, es ist etwas Ausgedrucktes, auch wieder einzeln. Ich habe es nicht verändert und dann hat er mir hier die Quellenangabe wieder, aber mit den Linktexten. Das heißt, man sieht jetzt hier, also die Links sind quasi zu sehen, das heißt, also es ist nicht versteckt hinter den Wörtern. So, um es vielleicht doch noch einigermaßen deutsch hinzubringen. Auch das sehr praktisch. Und das wäre ist auch die korrekte Art und Weise, wenn ich etwas nur ausgedruckt zur Verfügung stelle, dann muss hier quasi der Link als Klartext vorhanden sein. Wenn ich etwas aber auch und oder auch digital zur Verfügung stelle als Arbeitsblatt, dann reicht es tatsächlich, wenn ich das hinter diesen, also so wie ich es bei der Präsentation gemacht habe, wenn ich es hinter den Wörtern verstecke, dann ist nicht alles so übertrieben oder aufgeblasen. Und weil ich vorhin über die Bearbeitung so schnell drüber geschalten habe, ich habe es bearbeitet, sage ich jetzt zum Beispiel, und zwar ich, was genau verstärkt, Farben, also Farben wurden verstärkt zum Beispiel. Wer ist der Urheber? Möchte ich jetzt eigentlich nicht angeben, ist mir wurscht. Und es bleibt bei der gleichen Lizenz. Dann hat man hier jetzt wieder die Quellenangabe und das Farbenverstärkt ist auch noch dabei. Das heißt, es gibt manche dieser Creative Commons Lizenzen, wo man ja angeben muss, wenn man was verändert, den Kontrast erhöht oder wenn man es zuschneidet. Und da könnte man das auch direkt eintragen. Das heißt, auch da bin ich wieder relativ safe und es ist ein relativ schneller Weg. Und zum Schluss noch die beiden Blogs. Ich habe gerade gesehen, dass ich die nämlich gar nicht noch in der Sammlung drinnen habe. Diese beiden Blogs stehen auch unter einer Creative Commons Lizenz. Ja, man sollte halt seine eigene kennen. Also wir haben hier die Lizenz. Die Seite ist jetzt tatsächlich hauptsächlich für Sprachenlehrerinnen. Das heißt, Sie haben, jetzt muss ich kurz da ein bisschen umbauen, Sie haben hier unter Resources for Different Languages, haben Sie mal einfach Ressourcensammlungen. Das heißt, wenn man da jetzt auf Französisch zum Beispiel draufklickt, dann finden Sie da jede Menge Seiten, die einfach brauchbar sind, die ich gerne einsetze im Unterricht. Also sind wirklich von mir ausgewählte Seiten. Also es ist nicht wirklich überrepräsentativ, aber das sind wirklich Seiten, mit denen ich auch sehr, sehr gerne arbeite.
Und was vielleicht noch wichtiger ist, wenn Sie hier schauen unter den Schlagwörtern, da sehen Sie, dass es für Spanisch, Französisch, Italienisch und auch für Englisch und für Deutsch auch etwas gibt, nämlich es gibt hier Bausteine, Unterrichtsbausteine, die die Studierenden erstellt haben und wo sie einfach uns ihre kreativen Ideen auch zur Verfügung stellen. Und weil ich auch manchmal, also ich auch immer wieder Sachen neu mache, also alles, was ich so quasi im Unterricht erprobe oder was ich mit meinen Studierenden ausprobiere, das schreibe ich da auch irgendwann einmal als Methodenbeschreibung und als Sammlung hinein. Zum Beispiel, wenn Sie gerne mit Märchen arbeiten, aber nicht wissen, wo Sie hinschauen müssen, einmal die Märchenerklärung, dann auch immer wieder Seiten für Märchen, wo auch ja das Urheberrecht auch ausgelaufen ist, eben mit für Hans Christian Andersen und in dem Fall für die Gebrüder Grimm. Dann für das Italienische noch die Favole al Telefono und die Favole al Rovescio von Gianni Rodari. Also immer ein Beispiel quasi verlinkt, sodass Sie andere auch noch finden. Also da, das ist eines repräsentativ verlinkt, aber da im Hintergrund sind noch mehr. Und dann 15 Arten, wie ich Märchen im Unterricht einsetzen würde. Also mit dem wirklich, wir zeichnen das Märchen, wir erstellen einen Comic dazu, wir erzählen, also wir wechseln die Perspektive, also wir erzählen das Märchen nicht aus der Sicht vom Rotkäppchen, sondern aus der Sicht des bösen Wolfs. Wir drehen das Märchen um, das heißt, nicht der böse Wolf verführt das Rotkäppchen, sondern das Rotkäppchen verführt den armen Wolf. Also wäre möglich. Also eben 15 Ideen, wie man das machen kann oder was man halt mit Märchen so machen kann. Und der zweite Block, da geht es eher um allgemeine Themen, eben zum Beispiel über Lernmythen, wie zum Beispiel, dass es sowas wie Lerntypen gibt, was es ja bitte nicht gibt. Dann die Mediennutzung von Jugendlichen und eben auch zum Beispiel das Urheberrecht. Also das mache ich auch regelmäßig, dass ich was zu Urheberrecht schreibe oder so kleine Tools, die einem einfach das Leben erleichtern, wie man QR-Codes erstellen kann, wie man Links verkürzen kann. Also einfach verschiedenste Materialien und die auch da wieder steht unter Creative Commons. Und jetzt für die nächsten 5 Minuten würde ich Sie auch bitten, dass Sie, und jetzt beende ich da die Bildschirmfreigabe, dass Sie auch vielleicht noch einmal sich den so quasi noch einmal den Link auf das Wakelet, dass Sie sich ein bisschen im Wakelet umschauen können. Poste jetzt auch gleich die beiden Blogs hinein. Und wenn Sie Fragen haben, also wenn Ihnen irgendwas auffällt bei den Seiten, dann kann ich das jetzt gerne beantworten. Oder wenn Sie sonst Fragen haben, auch gerne jetzt einfach bitte zu Wort melden oder im Chat zu schreiben. So, die beiden Blogs sind jetzt auch da, sind im Link jetzt auch drinnen. Ich würde vorschlagen, wir machen uns 5 Minuten aus, oder? Und dass wir uns dann in 5 Minuten wieder aktiv da treffen und drüber reden. Perfekt. Okay. Genau. Weil dann könnten Sie nämlich auch die Aufnahme für vielleicht kurz pausieren, damit dann im Endvideo nicht 5 Minuten Schweigen ist.